Wertpapierkennnummer. Das heißt, die sagt uns, das ist genau das eine Papier, was wir kaufen wollen oder das eine Produkt, was wir kaufen wollen. Weil wenn wir stattdessen zum Beispiel in der Suche nur MSCI World eintippen, dann werden wir wahrscheinlich so ungefähr 17 verschiedene bekommen und wissen vielleicht gar nicht, okay, welcher ist jetzt der, den ich mir ausgesucht habe. Kaufe ich überhaupt Aktien? Und ich denke, die können wir jetzt eigentlich auch nochmal quasi splitten in zwei Hälften. Also quasi Lisa erklärt uns, wie mache ich einen ETF-Sparplan? Und Herr Strelo erzählt uns dann was über Einzelaktien. Okay. Gut, dann fange ich an. Ja, also einen Sparplan erstellt man im Prinzip auch, indem man sich, wenn man sein Depot erstellt hat, erst einmal ganz normal einloggt bei seinem Broker und dann gibt es wahrscheinlich irgendwo den Punkt schon Sparpläne oder auch Ordermaske, irgendwas in der Art. Und da kann man dann das gewünschte Wertpapier eingeben. Es gibt die sogenannte WKN, die Wertpapier-Kennnummer, das ist die Abkürzung. Darüber kann man eindeutig das gewünschte Papier finden. Also nehmen wir nochmal das Beispiel McDonald's. Nee, wir wollten ETF sagen. Du bist ja der ETF. Ich bin der ETF. Wir nehmen das Beispiel MSCI World ETF. Dann haben wir uns im Vorhinein informiert, welchen genau wir kaufen wollen und haben dann auch eine entsprechende Wertpapiernummer, Wertpapierkennnummer. Das heißt, die sagt uns, das ist genau das eine Papier, was wir kaufen wollen oder das eine Produkt, was wir kaufen wollen. Weil wenn wir stattdessen zum Beispiel in der Suche nur MSCI World eintippen, dann werden wir wahrscheinlich so ungefähr 17 verschiedene bekommen und wissen vielleicht gar nicht, okay, welcher ist jetzt der, den ich mir ausgesucht habe. Heißt, wir suchen besser mit der Wertpapierkennnummer. Das ist eine kleine Abkürzung. Und so wissen wir dann, okay, das ist das richtige Produkt. Dann können wir unsere Sparrate einstellen und bei den meisten Brokern dann auch so Sachen wie Ausführungsdatum. Also beispielsweise soll das Ganze am 1. ausgeführt werden, am 10., am 13., am 15., am 23. oder am 30. eines Monats soll es jeden Monat ausgeführt werden oder vielleicht alle 2 Monate oder auch nur vierteljährlich. Da gibt es ganz verschiedene Varianten. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo man bei der Auswahl des Depots am Anfang drauf schauen kann. Da gibt es durchaus Unterschiede. Also manche Banken haben vielleicht nur 2 oder 3 verschiedene Optionen. Andere haben 10 oder 15 verschiedene Optionen für das Thema Sparplan. Falls man da spezielle Präferenzen hat, kann man das überlegen. Und ja, dann stellt man nur noch ein, von welchem Konto soll das Geld genutzt werden für den Sparplan. Das ist vielleicht das Girokonto oder auch das Verrechnungskonto beim Depot selbst, je nachdem, wie man das eingestellt hat oder wie man das haben möchte. Und dann muss man das wahrscheinlich noch einmal bestätigen per Fototan oder per SMS-Tan oder irgendwas, was sagt, ja, du wirst diesen Auftrag auch ausführen und ich bin das, ich möchte das. Und dann war das auch schon alles. Und ab da läuft das Ganze dann. Wichtig ist darauf zu achten, wenn man zum Beispiel von seinem Girokonto das Geld einziehen lässt für den Sparplan, dass das Girokonto auch gedeckt ist. Das bedeutet, ungefähr 2, 3 Tage vorher sollte man das Geld schon auf dem Konto haben. Meistens ist es ja so, dass man sein Gehalt später jeden Monat bekommt, also möglichst vielleicht zum 1. Und dann kann man die Sparpläne so einrichten, dass, wenn das Gehalt da ist, auch der Sparplan abgebucht wird und man jetzt nicht dadurch vielleicht ins Minus laufen würde oder sowas. Oder man macht einen Dauerauftrag, wo dann eben das Geld automatisch aufs Konto oder aufs Verrechnungskonto gebucht wird. Und davon kann der Sparplan dann bedient werden sozusagen. Und noch vielleicht eine Ergänzung, einen Sparplan einzurichten ist nicht in Stein gemeißelt. Also man kann das auch pausieren, man kann das auch bearbeiten, man kann die Sparrate auch ändern. Also wenn man jetzt vielleicht sich irgendwas anders überlegt oder vielleicht noch andere Werte dazu nehmen möchte, dafür die Sparrate verringern möchte, dann kann man das auch bearbeiten, editieren. Das heißt zum Beispiel, der Sparplan war mal 50 Euro. Ich möchte aber eigentlich jetzt noch was anderes nehmen. Dann erstelle ich einfach noch einen Sparplan und mache den einen vielleicht auf 25 Euro. Und ja, da ist man komplett frei, wie man sich das einrichten möchte. Sehr gut. Und eigentlich ist es ja beim Sparplan wirklich so, ich mache das einmal
Und dann halte ich das einfach durch. Und das hat ganz viele Vorteile, dass ich mich nämlich nicht jetzt jedes Mal damit beschäftigen muss, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, warte ich noch 2 Tage, hätte ich mal vor 3 Tagen gekauft oder ähnliches, dass man wirklich einfach sagt, automatisch, weil man eben ein ganz, ganz langfristiges Ziel hat. Und so bekommt man, wenn man jeden Monat ein bisschen kauft, einen sehr guten Durchschnittskurs, weil natürlich gibt es mal einen Tag, wo es dann höher steht, also teurer ist. Und dann gibt es wieder auch andere Phasen, wo es günstiger ist. Und wenn ich das regelmäßig mache, kriege ich halt einen sehr guten Durchschnittskurs, also nennt sich so Cost-Average-Effekt. Und damit ist man beim Sparplan eigentlich fein raus. Und am besten ist auch gar nicht so oft reingucken. Da wird man nur nervös. Man will ja für in viele Jahre investieren. Das haben wir ja noch gar nicht so gesagt, dass man, wenn man an der Börse zum Vermögensaufbau investiert, sollte man einen Zeitraum berücksichtigen von mindestens 10 Jahren. Also 10 Jahre sollte das Ziel sein, das Geld, was ich an der Börse investiere, dass ich das frühestens in 10 Jahren vielleicht für etwas anderes benötige. Es macht überhaupt keinen Sinn, Geld, was ich in einem halben Jahr irgendwie brauche, jetzt mal eben schnell an der Börse zu parken. Um das mal schnell zu verdoppeln, damit ich dann in 6 Monaten das kaufen kann, was ich heute schon weiß, dass mich das halt eine Stange Geld kostet. Mit dem Verdoppeln, das wäre ja super, wenn es so wäre. Es kann halt sich auch halbieren oder noch Schlimmeres passieren. Und da muss man sich halt immer bewusst sein. Also auf 10 Jahre so ungefähr hat es eigentlich immer geklappt, dass man ohne Verluste bei der Börse dann wieder steht, egal was dazwischen passiert. Beim MSCI World, den die Lisa ja schon mehrfach genannt hat, ist es so, es gab noch nie einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren, wo man sein Investment, was man mal getätigt hat, nicht mit einem Plus dann wieder im guten, also im grünen Bereich wieder gestanden ist. Das ist eine super Kontinuität einfach an der Sache. Ja, wie kauft man eine Aktie? Ja, im Prinzip ganz, ganz ähnlich. Also wichtig ist tatsächlich nicht nur der Name, sondern eben diese Wertpapierkennnummer, weil es gibt total verschiedene Wertpapiere. Es gibt ja nicht nur Aktien, es gibt auch Anleihen und die können gleich heißen, weil die von dem gleichen Unternehmen herausgegeben werden. Also wichtig immer, dass man wirklich die Aktie halt findet. Manchmal gibt es auch Firmen, die so ähnlich heißen oder die ein bisschen anders geschrieben werden. Also das wäre ja fatal, wenn man da irgendwie nicht das Gefühl hätte, dass man die richtige halt erwischt. Also da sollte man sehr, sehr aufmerksam halt sein. In Amerika hat man meistens solche Kürzel. Das ist dann bei McDonald's wirklich einfach. Da ist es nämlich MCD, ist das Kürzel eben für McDonald's. Hat aber nur 3 Stellen. In Deutschland haben wir diese Wertpapierkennnummer mit 6 Stellen. Und das ist bei McDonald's, das ist keine Anlageempfehlung, die 856958. Das ist die McDonald's Corporation. Das ist halt die Aktie von McDonald's. Und so kann man die halt identifizieren. Und im Vorfeld sollte man sich natürlich viele Gedanken darüber machen, welche Aktie möchte ich wirklich dann investieren, weil das Geld, was ich in die eine Aktie stecke, kann ich ja nicht in eine andere Aktie auch noch stecken. Also es geht darum, das Risiko auch breit zu streuen und nicht bloß auf ein Unternehmen oder in eine Branche oder nur in ein Land darauf zu setzen. Also insofern sind so ETF-Produkte wirklich das Beste, was man machen kann, wenn man breit streuen möchte. Wenn man aber eben aus Liebhaberei vielleicht halt sagt, ich möchte von dem Unternehmen eine Aktie haben, oder auch mehrere natürlich, dann sucht man halt das entsprechend raus und dann geht man dann auch im Online-Banking halt hin und sagt Kauf eines Wertpapiers, gibt auch dort dann den Namen ein, findet es darüber oder eben guckt, dass die Wertpapierkennnummer halt auch stimmt und dann sieht man im Online-Banking, wie denn der aktuelle Kurs ist. Das heißt, zu welchem Kurs kann ich jetzt gerade kaufen? Und dafür ist eben die Briefseite interessant, der Briefkurs. Das ist das, was ich auf den Tisch legen muss oder eben digital verschieben muss, das Geld, damit ich dann diese Aktie in mein Depot eingebucht bekomme. Ja, und die Kurse schwanken natürlich. Das sind diese Charts, diese Liniendiagramme, die man so kennt. Und da muss man sich natürlich überlegen, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Ist das ein schlechter Zeitpunkt? Sind die vielleicht gerade ganz doll angestiegen? Sind die gerade ganz doll gefallen? Also da muss man sich wirklich Gedanken darum machen. Und oftmals ist es auch da so, dass man vielleicht nicht
an einem Tag alles kauft, sondern sich überlegt, ich möchte langfristig Anteile von McDonald's haben. Und dann guckt man sich das über einen längeren Zeitraum an, kann das Unternehmen ja vorher beobachten und sagt dann, zu welchem Kurs bin ich bereit, das zu machen. Und wenn die Kurse dann passen, dann gebe ich das ein. Und damit ich an der Börse nicht aus Versehen zu viel bezahle, kann ich das Ganze mit einem Limit auch versehen. Das heißt, ich möchte dann irgendwie die McDonald's-Aktie halt kaufen, aber ich möchte dafür nicht mehr zahlen als, weiß ich nicht, 220 Euro. Das ist dann mein Limit. Dann sage ich, okay, ich kaufe das, aber nur, wenn es 220 Euro oder günstiger ist. Ansonsten will ich es nicht haben. Das kann ich der Börse mitteilen und das wird dann dort auch von der Bank beobachtet. Und ich kann auch sagen, ihr habt ein Jahr Zeit und wenn das dann mal drunter kommt, dann soll diese Order, diese Bestellung halt ausgeführt werden. Und dann bekomme ich auch eine Benachrichtigung, ja, sie haben gekauft und dann habe ich vielleicht 4 McDonald's-Aktien dann bekommen und die werden dann in mein Depot eingebucht. Und dann bekomme ich elektronische Post, die mir dann sagt, okay, das hier ist deine Wertpapierabrechnung, du hast gekauft 4 Stücke zu 220 Euro. Und dann kommt vielleicht halt noch eine Gebühr obendrauf. Ja, und dann kann ich nachgucken im Depot, zu welchem Kurs die denn dort notieren. Das ist in dem Moment, wo ich gekauft habe, ist es immer ein bisschen niedriger, weil das ist dann nämlich der Geldkurs, der zur Bewertung der Aktie herangezogen wird. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Unternehmen gut wirtschaftet, der Kurs steigt, ich Dividende bekomme und ich dann irgendwann mal zu einem höheren Kurs verkaufe, als ich mal gekauft habe. Ja, also ich glaube, da kann man nicht viel noch ergänzen. Also was mir jetzt noch spontan einfallen würde, ist, wenn ihr mal so ein Wertpapier sucht, wie wir alle drei hier einem Anschein nach McDonald's und stellt jetzt fest, ach du liebe Zeit, das hat überhaupt keine Wertpapier-Kennnummer. Das gibt's international, da nennt sich das dann ISIN. Das steht dann für International Securities Identification Number und das wäre halt das Äquivalent. Hey, ja, ist aber 11-stellig übrigens. Ja, das ist so eine sehr viel längere Zahl, aber in der Regel, also tauchen die halt, also die Deutschen immer mit doppelt auf und halt quasi die Amerikanischen, die halt keine Wertpapier-Kennnummer, was man ja am Namen schon mehr oder minder halt erkennt, dann haben, die haben dann diese International Securities Identification Number. Einfach nur nochmal, weil ich es kann, habe ich es nochmal gesagt. Und dann, also quasi einen allerletzten Tipp für meine Freunde beim ETF hätte ich dann auch noch, nämlich da ist in der Regel quasi so ein kleines Rolldown-Menü auf dem Weg, kurz bevor man das Ding einrichtet und das wäre noch eine Dynamik einzurichten. Und da, also das ist im Nachhinein auch nichts anderes als halt quasi eine Zinszahlung oder einen Inflationsschutz, den du an dich selber leistest. Was das halt macht, ist, das erhöht deine Sparrate jährlich um den prozentualen Betrag, den du da einstellst. Also sagen wir, du sparst für 100 Euro und stellst eine Dynamik von 2,5% ein, das ist in der Regel immer die kleinste Dynamik, die du nehmen kannst, dann sparst du im ersten Jahr 100 und im zweiten Jahr sparst du dann 102,50 Euro. Und das ist halt quasi für die Cleveren, die diese Folge gesehen haben, die halt mitbekommen haben, Mensch, das mit der Inflation, das arbeitet ja gegen mich. Und weil in der Regel deine Ertragskraft im Laufe deines Lebens halt steigt, also du bekommst Lohnerhöhungen, du bist qualifizierter, verdienst halt im Laufe deines Lebens immer mehr, fällt dir das gar nicht so auf, wenn du halt einfach immer dann jährlich dich selber dazu maßregelst, mehr in diesen Sparplan zu tun. Und das lohnt sich enorm. Also das ist so ein Renditekicker, das kann man dann auch nochmal mit so einem Zinseszinsrechner sich halt anschauen, also was nur diese Dynamik ausmacht. Und in dem Jahr fällt dir das nicht auf, das sind marginale Beträge, aber dann halt mit 50 stehst du da und denkst so, dieser Langhaarige in diesem viel zu bunten Video auf YouTube. Das war aber eine clevere Idee. Ja, aber ich glaube, sonst muss man, glaube ich, kann man kaum was ergänzen, so großartig, wie kauft man Aktien beantwortet haben. Aber wir auch nicht, wenn wir Aktiengramm dabei haben.